Das ist schon wirklich was anderes, mit so einem Ding hier lang zu scheppern. Oh, ist das Pferdescheiße? Oh shit. Oh Gott. Ach du Scheiße. No way. Niemals. Mit so einem verkappten Rennrad. Gravelbike Attack. Oh. Woo! Oh, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Wie viel Bock kann sowas bitte machen? Alter, nein. Leute, willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Channel MikeRidesMDW. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Heute fahren wir nicht Mountainbike. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich mir das jetzt mal geben soll bei diesem wunderschönen Herbstwetter. Und ja, ich mache das jetzt. Ich fahre heute mal mein neues Gravelbike eine Runde. Ich habe noch nie Gravelbike-Content gemacht. Wir probieren das Ganze jetzt einfach mal aus und gucken mal, was auf dieser Tour alles so passieren wird. Es wird kalt, es wird nass, es wird eklig. Ich bin mega gespannt. Wir fahren heute hier im Raum Coburg mal ein bisschen. Ich habe meinen Daddy heute mal besucht und werde mich dann auch nach der Radtour dann bei ihm definitiv dann auch mal aufwärmen. Und ich glaube, das werde ich auch brauchen. Ich bin mal gespannt, was das heute wird. Das Fahrrad ist auf jeden Fall noch ziemlich sauber. Guckt mal hier, ich habe mir auch mal einen anderen Sattel jetzt gegönnt, aber da will ich nochmal separat ein anderes Video dazu machen, weil der nämlich nicht ganz gematcht hat, wie ich mir das gedacht habe. Aber wie gesagt, Anfängerfehler, Gravelsport für mich komplett neu. Ich bin auf jeden Fall schon mal suboptimal angezogen. Ich habe tatsächlich gedacht, ich habe noch eine Regenhose da, aber dem war nicht so. Eine Regenjacke hatte ich noch im Auto rumfliegen und ich würde sagen, wir starten jetzt mal los. Keine Ahnung, wie das funktioniert, ich habe es noch nie gemacht. Let's go, ich nehme euch einfach mal mit. Auf geht's zur ersten feuchtfröhlichen Gravel-Tour. Wenn man eben mal Bock hat, was Neues auszuprobieren, da mache ich selbst bei so einem Scheißwetter auch keinen Halt, um da für euch mal ein paar Aufnahmen zu generieren. Na schön, ich bin schon mal nicht der einzige Vollidiot, der bei dem Wetter mit dem Fahrrad fährt. Hallo, ich bin Graveler. Ja. Ich kann jetzt sagen, ich bin Fahrradfahrer between both worlds. Und somit sitze ich also hier auf dem Fahrrad bei bestem Herbstwetter, bei Kälte, bei Nässe und mache für euch hier einfach etwas Gravelbike-Content. Geil! Leute, ich muss auf jeden Fall nochmal hier die Jacke ausziehen. Mir ist es gerade einfach zu warm. Jetzt hat das Regnen aufgehört, die stopfe ich direkt mal in meine Hipbag wieder rein. Da gehst du ja ein, Alter. Und das war tatsächlich nicht das erste Mal, dass ich das Spielchen getrieben habe. Jacke anziehen, Jacke ausziehen. Jacke anziehen, Jacke ausziehen. Aber ja, was will man machen? Das ist gar nicht so einfach, wenn man hier auch mal mit anderen Perspektiven arbeiten möchte. Auf dem Gravelfahrrad. Aber fetz! Der erste Schotterweg kommt. Und ich gravel mich hier so lang. Und ich finde es wundervoll. Sehr schön. Oh, ist das Pferdescheiße? Und das Lustige ist ja wirklich, es fühlt sich irgendwie, ja, ich sage jetzt mal neu an, aber trotzdem vertraut. Man kennt die Wege noch von früher aus der Jugendzeit und auch von den vergangenen Tagen auf dem Cross-Country-Fahrrad. Aber der Spaßfaktor mit dem Ding wird hier auf jeden Fall nochmal angehoben. Ja, das ist schon geil, wenn du mit so einem verkappten Rennrad, sage ich es jetzt mal, auch hier auf so Schotterwege so richtig geil Gas geben kannst. Das ist für mich echt eine komplett neue Fahrraderfahrung. Und was auch mega mordsmäßig Spaß macht, ist einfach mit den Kisten auf dem Asphalt so richtig mal reinzutreten und Gas zu geben. Gerade wenn es auch wie hier mal ein bisschen bergunter geht. Wenn mich vor 10 Jahren noch jemand gefragt hätte, Mike, hast du Bock auf ein Rennrad oder so ein Gravelbike? Niemals. Ganz ehrlich hätte gesagt, no way, niemals. Und wieder rein in den Schotter. Oh, ist das geil. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber irgendwie macht das ganze Thema hier schon matzmäßig Spaß. Oh, was denn hier? Oh,
Gravelbike Attack. Oh! Ja, geil. Nice. Ich glaube, ich habe jetzt gerade Maulwurfshügel voll platt gemacht. Entschuldigung, Herr Maulwurf. Das war nicht der Plan. Und manchmal ist das auch gar nicht so schlecht, wenn man einfach mal seinen ganzen Kram aufhebt. Auch wenn man vielleicht denkt, man wird das Ding niemals gebrauchen. Aber jetzt habe ich endlich mal Verwendung für meinen, ich nenne es mal Deppenzepter gefunden und habe es hier auf dem Gravelbike für euch im Einsatz gehabt. Ich muss echt sagen, hey, das ermöglicht auf jeden Fall noch die ein oder andere interessante Perspektive, mit der ich eben beim Mountainbiken so definitiv nicht fahren kann. Und unser nächster Etappenstopp ist hier eine kleine Talsperre. Naja, was heißt klein? Die hat schon eine gewisse Größe, aber die will ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Die liegt zwar jetzt nicht hundertprozentig auf unserer Runde, aber da fahren wir dennoch jetzt mal schnell hin. Oha. Oha. Ja. Ja, also ich sag mal so, hier bei einem Anstieg, da merkt man schon, dass es 1x12 übersetzt ist. Das ist schon juicy jetzt. Puh. Mit einem Cross Country sind da die Anstiege so ein bisschen entspannter. Crazy. Ja Leute, ihr seht, hier ist der sogenannte Froschgrundsee. Geil, da oben fährt der ICE. Da haben sie so eine riesengroße Eisenbahntrasse über den See gezaubert. Ziemlich crazy. Ach, und das Fahren, das macht einfach unfassbar viel Bock. So Leute, unser Etappenziel Nummer 1 ist jetzt hiermit mal erreicht. Es ist verflucht kalt, ohne Scheiß. Es ist windig. Ja, ich hoffe, der Regen, der hält sich jetzt hier drüben im Thüringer Wald noch ein bisschen auf und kommt jetzt nicht zu mir rüber. Aber es sieht sogar ganz gut aus, dass das funktionieren kann. Ach, und Grüße gehen raus an den René Lieke. Der angelt nämlich hier in dem Gewässer und fährt auch Mountainbike. Wird demnächst jetzt auch mal bei mir in den Videos zu sehen sein, der liebe Herr. In Fischbach sind wir. Gehört es dem Johannes Fischbach, dem E-Mountainbike Enduro Racer? Man weiß es nicht. Weiter ging es hier auf meiner Gravel-Runde jetzt an einen richtigen schönen knackigen Anstieg. Ich habe mir aber da gedacht, hey, da mache ich mir gar keinen Stress, denn andere sind mit Sicherheit sogar noch langsamer als ich tatsächlich. Von daher, ja, ich mache mir keinen Stress, nein. Und du so? Dann nutzen wir doch gleich mal die Zeit hier, wenn wir hochfahren, mal kurz den Reifen mal anzusprechen. Der V-Tire Rail Sport, rein optisch erstmal richtig geil, vom Abrollverhalten auf dem Asphalt, hat er mir super gut gefallen bis jetzt. Wenig Rollwiderstand, muss ich echt sagen. Ich meine, ich habe jetzt keinen riesen Vergleich zu anderen Gravelbike-Reifen, aber so finde ich den schon mal echt ordentlich. Und auf dem Schotter hat er auch einen guten Eindruck gemacht. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der mir in Kurven mal schnell wegrutscht. Überhaupt nicht, das hat echt gut funktioniert. Selbstreinigung ist bei Reifen ja auch immer so ein Thema. Wie der sich jetzt aber auf Wildtrails schlägt, das sehen wir jetzt demnächst. Das probieren wir nämlich heute noch aus. Boah Leute, es ist so kalt. Es ist auch so krass windig einfach. Boah. Aber es macht trotzdem irgendwie macht mir das Spaß. Hier ist so eine alte Schule, die umgebaut wurde. So ein schönes Häuschen mitten im Nirgendwo. Das hat natürlich auch was. Somit ließ ich auch diese kleine Ortschaft nun hinter mir. Und so langsam kommen wir hier auf dieser Tour dem eigentlichen Highlight entgegen. Denn wir wollen ja unbedingt mal rausfinden, wie so ein Gravelbike, ja, oder besser gesagt, wie ich mich auf so einem Ding schlage auf einem leichten Waldtrail. Leute, und da, wo es rauf ging, geht es natürlich jetzt auch wieder ordentlich runter. Das ist so geil. Wie viel Bock kann sowas bitte machen? Einfach mal so richtig mit Speed hier runter schüren. Mit so einer Karre. Geil. Kurve, Kurve, Kurve. Oh, 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 oh. Laub und Kurve. Dünne Reifen, nicht so geil. Hier wird es dann jetzt gleich echt interessant. Ja, hier ist das, hier ist das. Weil da können wir echt nochmal jetzt mal die Reifen im Wald testen. Wo ging das hier rein? Da ging irgendwo früher ein Weg hoch. Ah, da ist er.
Oh, das ist auf jeden Fall schon mal ungemütlicher. Auf so einer Karre zu fahren, als auf einem Fulli natürlich. Oh, ah. Eieiei. Okay, es ist ein anderes Gefühl. Nasses Laub, definitiv rutschig. Das ist schon wirklich was anderes, mit so einem Ding hier lang zu scheppern. Boah, Alter. Okay. Ja, ist interessant. Sehr interessant. Oh, das sind ja kleine Absätze wie Riesenstufen, mein Gott. Ist das geil? Ist das witzig? Also auch dem Untergrund, muss ich jetzt auch sagen, fühlt sich der Railsport von Vitaya auch gut an. Also auch Lenkverhalten, der rutscht jetzt hier nicht gleich weg. Ist auch nicht schlecht. Ja, links, rechts, links. Ach, scheiß drauf, komm. War ich noch nicht hier. Okay. Wow, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Alter. Okay. Oh, shit. Oh, Gott. Ach, du Scheiße. Alter. Okay. Oh. Kleiner Hüpfer gemacht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Oh, Gott. Alter. Oh, Baum. Shit. Oh, Gott. Ich rutsche hier. Alter, nein. Ah, stopp. Boah. Knappe Kiste. Alter. Leute, das ist mal echt witzig, sowas mal zu fahren mit einem Gravelbike. Krass. Oha, das kann jetzt natürlich auch mal interessant werden. Warnschranke, ob wir hier durchkommen, ohne abzusetzen jetzt. Balancing mit dem Gravelbike. Alright, so. Einmal hier rum, einmal da rum. Feinfühlig an der Bremse. Nicht absetzen, gut. Okay, kommt kein Zug. So, weiter geht's. Hier rein, ausholen. Schön vorsichtig rum. Jo, sehr gut. Ja, ich glaube sogar, dass man mit den Dingern auch ein bisschen Balancetraining machen kann. Tut ja dem Mountainbiken im Endeffekt ja auch gar nicht so übel. Das macht so Spaß, Leute. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Aber ich hätte wirklich nie gedacht, dass mir das Radfahren auf so einer Karre so krass viel Bock bereitet. Macht mehr Spaß wie Laufen. Alter, diese Beschleunigung. So geil. Wir haben es geschafft. Holy moly. Was ein geiler Ride. Oh. Ich würde sagen, wir ziehen uns dann erstmal dann drinnen ganz entspannt um. Für die erste Fahrt hat mir das richtig viel Spaß bereitet und ich denke, ich habe richtig Bock, da tatsächlich für euch das ein oder andere Video dennoch zu produzieren. Aber das liegt an euch. Wenn ihr da natürlich Bock drauf habt, dann gebt mir da einfach mal Bescheid. So, meine Allerjutzen, das war's. Die erste Gravel-Tour ist geschafft. Ich bin durch wie ein Lurch. Ich brauche heute echt nichts mehr. Ich freue mich jetzt auf die heiße Badewanne. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann kennt ihr das Spiel. Haut ein Abo rein, schaltet das Glöckchen an, dann verpasst ihr keine aktuellen Videos mehr hier auf dem Kanal. Und wenn ihr wirklich Bock habt, dann bitte schreibt es doch mal in die Kommentare, ob ich das eine oder andere Gravelbike-Video für euch dann auch mal nochmal droppen soll. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Ich bin raus. Peace und habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video.